Text für Anfänger von einer Anfängerin. Du stehst da und schaust mich an. Schmale 1,50 Meter stehen da und fragen, was ich Pfarrerin so kann. Studierst du Papst? Fragst du total irritiert und mich ganz ernsthaft. Und dann sagst du, ich finde Kirche scheiße. Oh ja, eine entspannte erste Begegnung hatten wir beide. Und als ich dann leicht schmunzelnd über die Vorstellung von mir als Papst dich fragte, was du gegen Kirche hast, da sagtest du beeindruckend, ahnungslos und treffend zugleich. Da ist es immer so tot und leer. Mach doch was Sinnvolles, hör auf mit dem Papstzeug. Du magst doch das bunte, genussvolle Leben, da muss es eine bessere Ausbildung für dich geben. Wir machten beide weiter. Ich mit meinem Studium und du mit deiner Kritik. Und als ich endlich fertig war, warst du es noch lange nicht. Und dann dieser Moment, als du sagtest, du als Pfarrerin musst es jetzt ja wissen. Warum lebe ich eigentlich? Mir geht's echt beschissen. Zum Kotzen wird's besser treffen, dachte ich dich, als ich dich ansah mit deinem mageren Gesicht. Da brachtest du gerade noch 30 Kilo auf die Waage und eine Tonne voll Schwere ins Gespräch. Sorry, dass ich dich frage, aber wer ist eigentlich verantwortlich für dieses Leben? Hätte es für mich nicht irgendein anderes geben können? Nicht so eins mit so viel miesem Chaos. Ich will ausbrechen. Weiß nicht, warum ich bin, wie ich bin. Wo soll ich mit dieser Frage und mit mir selber hin? Ich will wissen, wie alles angefangen hat. Wer hat sich dieses Leben und mich ausgedacht? Das muss ja ein absoluter Anfänger gewesen sein. Und so fingst du selber an und jagtest dem Anfang und allem, was du dazu aufschnappen konntest, hinterher. Wurdest selbst so Anfängerin und stecktest mich damit an, mehr und mehr. Und so saßen wir da und begannen noch einmal ganz von vorn in dem Buch, das ich jahrelang studiert und du kritisiert hattest. Regelmäßig bekam ich jetzt von dir Besuch und wir übersetzten gemeinsam, was da steht in diesem Buch. Übten gemeinsam all das ins Leben zu setzen, da sprangst du plötzlich auf. Warum ist dieses Buch, das so viel übers Leben weiß, in einer so schrecklich toten Sprache geschrieben? Was für ein Scheiß! Empört richtest du dich auf, stellst dich voller Trotz und Überzeugung mitten ins Zimmer. So versteht man das doch nicht. Doch wenn du so unglaublich schmal geworden warst, hatte das, was du dann in deinen Worten sagtest, ordentlich Gewicht. Angefangen hat einer, der mutig genug war, dem Chaos ins Gesicht zu schauen. Jetzt mal ehrlich, Tovabo, das ist doch einfach eine riesige Unordnung angesichts derer, in jedem nur eins aufsteigt, Grauen. Doch der hat trotzdem angefangen, es statt wegzulaufen, das Projekt Lebensraum schaffen, angegangen. Helles nach links und dunkles nach rechts und flüssiges in die Schüssel und festes auf den Stapel und Klecks zu Klecks und grün zu grün und pink zu pink und Torf zu Torf und schwarz-gelb nach Dortmund und weiß nach Essen und Düsseldorf und auf Pommes. Rundes ins Eckige, zu Runden und Dreieckiges nach Ägypten und manchmal dachte er, wird gar nicht fertig, es würde ihn vorher alles erdrücken. Doch er hat immer wieder angefangen, hat das Projekt nicht einfach an den Nagel gehangen, hat fleißig sortiert, alles ordentlichst kategorisiert. Und am Ende gab es nicht nur beschriftete Ordner und Schubladen, wo die Namen Büroklammer, Steuer, Lebensversicherung drauf waren, sondern am Ende war alles voll Leben, ganze Erdteile von dem, was nun Wasser hieß und andere übersät mit Gras und Bäumen, Felsen und Kies. Die Blumen scheinen ihm am Ende irgendwie ausgekippt zu sein, die liegen einfach überall verstreut rum und manch einer versucht es heute noch und sammelt sie wieder ein. Bei den Tieren hat es dann wieder besser geklappt. Die hat er ordentlich sortiert und in die Luft, ins Wasser, auf die Erde gebracht. Hübsch. Das Dunkle heißt Nacht und ist immer ab so circa 6 Uhr dran. Das Helle heißt Tag, aber ab und an, da tun sie sich zusammen und haben plötzlich wieder Chaos an den Start gebracht. Und es ist dunkel am Tag und hell in der Nacht, nur am Äquatorband, das zur Orientierung dient in allem Streiken, ist alles besonders ordentlich und erhalten sich Tag und Nacht ganz brav an ihre Zeiten. Alles hat nach und nach einen Ort und ein Gegenüber gefunden. Ich dachte immer, Trennung verursachen tiefe Wunden, aber er hat vieles getrennt, damit es ein Ganzes werden kann. Alles seinen richtigen Platz bekommt und ein Gegenüber finden kann. Gegenüber, das ist gar kein Gegen.
Das ist etwas, um ins Gesicht schauen und nicht treten, zum ins Gesicht schauen und sich selbst darin entdecken und manchmal nicht ganz ohne dabei zu erschrecken. Und am Ende schaute er sich an, was er gemacht hatte mit all seinem Mut und siehe, alles, auch der Mensch, alles war sehr gut. Ich glaube, dieser Anfänger war gar kein Anfänger, sondern Profi beim Anfang. Du stehst da mitten im Zimmer und Leben, in deinem Leben, zwischen beschissenem Chaos mit 1,50 Meter, deine verletzten Arme und Hände beben. Ich will anfangen, sagst du. Und da stehen wir plötzlich beide auf der Suche nach Guten im Zimmer und leben einander gegenüber, mit unseren unterschiedlichen Größen und Händen, die beide beben. Und all dem, was uns trennt als Schülerin und Pfarrerin, und sind vor allem beide eins. Blutige und lebensmutige große Anfängerin.